Wenn ich das Geld ausgezahlt bekommen habe, dann würde ich tatsächlich, das gebe ich ganz offen zu, ich würde höchstwahrscheinlich zu einem Autohändler gehen und mir erstmal ein schönes Auto kaufen. Weil ich mag Autos. Aber jetzt verschreibt mich nicht als total verantwortungsunbewusst und total bekloppt. Ich würde natürlich auch viel von dem Geld, je nachdem um welche Summe es sich handelt, aber ich würde, schätze ich mal, so 80% irgendwo investieren oder anlegen. Wahrscheinlich beides. Immobilieninvestition ist ja meist ganz gut. So tagsüber ist es aber doch nicht so schön. Das ist doch alles doof hier. Da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Ich glaube, da muss doch Obsidian ran, aber da muss ich mal sehen, wie ich das löse. Weil während des Let's Plays hier Obsidian abbauen, ist jetzt nicht so geil, ne? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall würde ich mir dann erstmal ein schickes Auto kaufen und dann würde ich, wie gesagt, erstmal gucken, wo ich mein Geld gut anlegen kann. Und was ich auch machen würde, ich würde erstmal alle meine Freunde besuchen. Und die sind ja auch so ein bisschen schön über Deutschland verteilt und dann würde ich erstmal überall vorbeifahren. Nicht um irgendwie anzugeben oder so, sondern einfach, um mal wieder alle Leute zu sehen. Weil, dann kann man es ja einfach mal machen. Weil so eine Reise ist ja doch auch nicht ganz günstig. Mal eben, was weiß ich, von Hamburg nach München oder so. Und ja, ich würde halt dann ganz gern mit denen essen gehen und so und einfach schön beisammen sein und ja, einfach Spaß haben. Die Frage ist nur, ob das funktionieren würde, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn jemand von meinen Freunden plötzlich Millionär wäre. Auch wenn man es gar nicht will oder gar nicht so aktiv mitbekommt, aber es wäre schon natürlich so, dass man vielleicht nicht neidisch ist, aber schon, dass man immer das Gefühl hat, okay, ich kann einfach nicht mithalten. Beziehungsweise, ich kann eben nicht, weiß ich nicht, der Mensch, der geht dann in bessere Restaurants und so und da fühlt man sich dann halt immer doof. Entweder man kann sich es einfach nicht leisten auf Dauer, einmal geht's vielleicht, aber dann auf Dauer eben nicht mehr. Oder, wie sieht's denn hier aus? So pilztechnisch? Okay, da ist ein Pilz. Hier müssen wir nochmal die kleinen roten hinsetzen. Oder aber man lässt sich halt ständig von ihm einladen. Das möchte man ja auch nicht. Zumindest ich möchte sowas nicht. Das ist dann auch irgendwie auf Dauer doof. Deswegen wäre das schon schwierig auf jeden Fall, dann mit den gleichen Freunden noch unterwegs zu sein. Also ich würde es natürlich, wie gesagt, also schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das ist echt so die Kehrseite der Medaille. Dass man tatsächlich das Risiko eingeht, dass man viele, viele Freunde verliert. Nicht, weil man selbst zu so einem Arschloch wird, sondern, wie gerade geschildert, es könnte dazu Problematiken kommen. Ich muss da hinten unbedingt mal zumachen. Halt, stopp. Ist auch noch nichts gewachsen. Ist natürlich doof, ne? Oh, da ist auch jemand gewachsen. Ein kleiner Fliegenpilz. Wir können einfach mal gucken, wie viel so insgesamt gewachsen ist. So. Wir haben jetzt keinen Pilz im Inventar. Zack. Ja. So viel zum Thema Lotto gewinnen und viel Geld haben. Ist natürlich schön eigentlich, aber es gibt eben auch viele negative Dinge. Wieso schwebt da oben denn ein Pilz? Sag mal, kannst du mal aufhören jetzt? Bruder? In die Nase! In die Nase und... In die Nase! Ich betone in die Nase, nicht auf die Nase. Sag mal, wieso sind hier eigentlich Skelette die ganze Zeit hier unterwegs? Toll. So. So, wie viele Pilze haben wir denn jetzt hier? Nicht so viele, wa? Kommt mir auch noch immer, wieso der da oben rumtanzt.
Ist irgendwo was offen? Ich brauche eine Fackel, es ist zu dunkel. Ach so. Daran liegt's. Oh, da oben ist ein Creeper. Ein Creeper ist da. Hä? Wie blöd ist das denn? Ha! Ich bin ja so ein Depp, wa? Ich bin ja so ein Volldepp. Das ist ja wohl unglaublich. So. 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 Und so. Und da kommt jetzt jemand durch. Deshalb setzen wir mal hier noch einen hin und da noch einen hin und da noch einen hin und da noch einen hin und dort. Und dort noch einen hin. So, jetzt gucken wir mal, ob da oben. So, jetzt gucken wir mal, ob da oben. Also hier oben auf den anderen Stockwerken, ob da irgendwo was liegen geblieben ist. Hier liegt schon mal nix. Ist ja auch lustig, dass da jetzt ein Creeper drin ist, wo wir vorher noch drin waren. Hier liegt auch nix. Und hier liegt ebenfalls nix. Und ist euch eigentlich aufgefallen, wie ineffektiv diese Aufnahmesession ist? Ich nehme jetzt eine ganze Stunde auf und wir haben da hinten so ein lila Treppchen da bei der gebaut. Also, die nächste Aufnahme muss definitiv anders werden. Definitiv. Aber was soll's, wa? Muss eben auch solche Aufnahmen geben. Jetzt möchte ich aber doch nochmal ganz kurz gucken, was wir da hinten überhaupt gemacht haben. Dieser Treppe. Und, oh. Hallo, Herr Creeper. Na? Hui. Bist du tot? Ich glaube, er ist tot. Kommt vor. Ja, und ich werde dann auf jeden Fall vor der nächsten Aufnahme, werde ich dann, glaube ich, da mal noch ein bisschen rumtesten und mal gucken. Kommst du auch auf die Entfernung eigentlich hierher? Nö, es funktioniert nicht. Ups, da habe ich ein bisschen zu oft Shift gedrückt. Kennt ihr ja, was dann passiert. Nee, auf jeden Fall werde ich dann zur nächsten Aufnahme mal da hinten ein bisschen rumprobieren und mal ein bisschen mit Material herumtesten. Und ja, ich kann euch ja schon mal so ein bisschen verraten, was ich mir so vorstelle. Und zwar würde ich ganz gerne hier hinten sowas wie ein... So eine verfluchte Gegend machen, sozusagen. Bauen, nicht machen. Vielleicht eine... eine Burg höchstwahrscheinlich nicht, aber sowas wie ein Portal, so ein etwas Größeres. Was dann vielleicht aus mehreren Portalen besteht oder so. Irgend sowas auf jeden Fall. Irgendwas, was so ein bisschen gruselig aussieht. Und das soll sich dann hier drüben so überall so ein bisschen verteilen. Und dann kommt da drunter ja die Monsterfalle. Ich fand, oder finde noch immer, das passt irgendwie so ein bisschen zusammen. Und ich hoffe mal, das wird dann noch was. Ist da eine... Hier ist ein Regenwald. Ein Urwaldriese ist hier gewachsen. Das ist sehr gut. Unser botanischer Garten nimmt auch ein wenig Gestalt an. Aber zu diesen wunderbaren Salsa-Klängen mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause, denn ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr. Ich bin raus und tschüss. Bis gleich. Mehrere Dinge habe ich anzusagen. Und zwar zum ersten... Was ist das da für ein Portal? Wir hatten das da weggekloppt und das andere stand quer. Das liegt ganz einfach daran, dass ich nochmal hier durchgegangen bin, um in den Nether zu schauen, denn wie ihr seht, ich habe ein wenig die Texturen weiter angepasst von Honeyball. Da habe ich noch ein bisschen weiter vermischt und habe jetzt eben diese Ziegel und diese Nether Rocks,
Rockröcke. Und ja, deswegen musste ich mal näher gucken und mal schauen, wie es da aussieht. Und als ich dann zurückgekommen bin, entstand dann eben dieses Portal. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann können wir das auch noch direkt wegkloppen. Und wir können ja von dem Obsidian nicht genug haben. Denn ich habe ein Projekt vor. Das ist eigentlich total bekloppt, aber vielleicht wird es ja was. Ich gehe davon aus, dass es wird, denn wir haben ja unendlich Zeit. Es ist ja ein unendlich Let's Play. Insofern wird das schon was werden. Hat was hiermit zu tun. Dafür brauche ich ganz viel Obsidian. So, und deswegen wird es von nun an Tradition sein, dass wir am Anfang einer jeden Aufnahme werden wir uns ein Portal stellen. Also wir gehen einmal rein und wieder raus aus dem Nether und dann kloppen wir erstmal hier fröhlich das Obsidian weg. Und dann irgendwann, eventuell, haben wir genug Obsidian, um dann auch mein Projekt, das ich davor habe, zu beginnen und eventuell auch in ungefähr 1000 Jahren fertigzustellen. Wenn es dann doch zu lange dauert, dann müssen wir mal sehen, dann stimmen wir einfach darüber ab, ob wir uns einfach mal eine ganze Aufnahme lang einfach immer wieder ein Portal erstellen und es immer wieder kaputt kloppen. Oder ob ich das dann mal offscreen mache, beziehungsweise schon aufnehme, aber nicht mit kommentiertem Minecraft-Let's Play, sondern einfach mal alle fröhlich ein paar Kommentare. Nee, was erzähle ich? Lasst mich kurz überlegen. Was ich sagen wollte ist... Alter, ist der bekifft! Was ich sagen wollte ist, dass ich dann einfach in einer schnell ablaufenden doppelter Geschwindigkeit oder sonst was oder vierfache Geschwindigkeit oder was auch immer, werde ich dann einfach mal wieder Portale stellen, Portal wegkloppen, Portal stellen, Portal wegkloppen und so weiter. Und ihr könnt dann da eben live dabei sein, dass ich hier nicht irgendwelche Baumods benutze oder so. Was ich natürlich auch machen könnte, aber das wollte ich eigentlich grundsätzlich nicht. Weil, ja, es ist halt irgendwie schon schöner, wenn man das alles auf dem klassischen Wege macht. Und so ein bisschen Cheaten machen wir ja schon. Wusste ich doch schon immer, dass du cheatest, ey, Drecksau, blöder Penner. Indem wir halt uns immer wieder ein Portal hier aufstellen. Was ja so eigentlich auch nicht normal sein sollte. Aber, ja. Ist jetzt nun mal so und das nehme ich dann jetzt auch gerne mit, weil ansonsten müsste ich ja 50 Milliarden Liter Lava sammeln. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Und dann wird es für euch nur noch langweiliger. Das hat mir meine Gesangslehrerin früher beigebracht. Ja, immer schön die Zunge spielen lassen. Oder war das die andere junge Dame, die mir das beigebracht hat? Ich weiß es nicht. Wenn man sich verspricht, auf jeden Fall einfach mal ein bisschen rumspacken mit der Stimme, dann läuft es danach auch wieder. Manchmal. So, haben wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr Dingsbums, hier Obsidian, nicht wahr? Und euch ist auch aufgefallen, oh, hier, guck mal da, oh, da rechts, rechts am Bildschirmrand, seht ihr das? Seht ihr das? Meine Hand bewegt sich, beziehungsweise meine Spitzaxt und mein Schwert auch und mein Bogen bewegt sich und die Cobblestones bewegen sich und auch der Netherrack und die Pilze und die Fackeln und auch das Chicken und sogar die Erde. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ist das nicht schön? Ich wurde so oft darum gebeten, dass ich das endlich mal anmachen soll. Ich habe es jedes Mal wieder vergessen und im Nachhinein fand ich es ganz lustig, dass ich euch damit ein bisschen ärgern konnte. Ihr wahrscheinlich nicht so. Und jetzt habe ich es dann doch mal angeschmissen. Und euch ist auch noch was anderes höchstwahrscheinlich aufgefallen. Und zwar die Musik, die ihr da im Hintergrund hört. Die habt ihr ja vorher wahrscheinlich noch nicht gehört. Denn das ist der Soundtrack von Deponia. Ein Spiel, das der ein oder andere sicherlich kennen wird, weil es gibt ja den einen oder anderen, beziehungsweise den anderen Let's Player, der dieses Spiel gespielt hat. Ein super Spiel, habe ich selbst auch schon ein bisschen gespielt, zumindest am Anfang. Das habe ich einmal kurz reingeluschert. Denn ich denke darüber nach, das eventuell auch irgendwann nochmal zu Let's Playen. Und deswegen möchte ich da nicht zu viel vorweggreifen. Und ja... Da habe ich eben mir die Genehmigung geholt, dass ich eben von Daedalic Entertainment die Deponia und andere schöne Spiele gebaut haben, dass ich da die jeweiligen Soundtracks in meinem Minecraft-Let's Play nutzen darf.
Und der oder ein oder andere Track, den finde ich ganz passend. Deswegen müssen wir mal sehen, wie das so läuft. Mal gucken, wie das so mit der Monetarisierung, also mit dem Werbung und so weiter, bla bla bla, hier bei YouTube funktioniert. Die wollen ja mal Nachweise haben, dass man auch die kommerziellen Verwendungsrechte hat. Nutzungsrechte, so. Mal sehen, ob YouTube da rumspackt. Wenn sie rumspacken, dann mache ich das Ganze wieder rückgängig. Aber ich habe mir eben gedacht, wir müssen mal ein bisschen was anderes hören hier an Musik in diesem Let's Play. So, ach so, hier, ne? Hier habe ich hier gerade so ein kleines Löchlein zugemacht. Das ist mir auch passiert, als ich hier die Portale, als ich hier durch das Portal gegangen bin und mit den Texturen herumprobiert habe. Da hat es hier Zisch gemacht, nicht wahr? Und dann bumm und dann, ja, ist hier halt so ein Stück weg gewesen. So. Was habe ich für diese Aufnahme vor? Eigentlich gar nicht so viel, beziehungsweise schon einiges, aber ich habe mir eben keinen Plan gemacht. Also, ich möchte viel machen, aber ich weiß noch nicht was.